Nicht ganz unerwartet, Tobias Ehret hier im Endspiel um 21.46 Uhr am Samstag, den 2. Juli 2022 beim Fritz-Eckstein-Gedächtnisturnier in Nürnberg-Katzwang. Nach 3 Jahren Corona-Pause heute wieder Comeback voller Laden, viele tolle Spiele, alle auf YouTube auf meinem Kanal oder zumindest die besten und schönsten habe ich sicher eingefangen. Und jetzt eben Tobias Ehret gegen einen Gast aus Altenburg, Soto Torres heißt er. Erstmals von meiner Kamera eingefangen. Irgendwann kriege ich ja jeden. Er ist heute dran. Hat einen sehr, sehr starken Eindruck hinterlassen gegen Carsten Reiß, der eben übrigens mit Sven Schaub das Doppel gewonnen hat. Gegen Tobias Ehret mit Partner Timo Neumann von SV Weihauf. Er gibt ab seinen Aufschlag.
Yes, sir. Schöne. Da habe ich den Satz gewonnen. Zweiter Satz bei 1:0 Führung Eret. Aufschlag Sotero Torres. Probiert es jetzt von etwas weiter hinten, ob das hilft. Mal sehen. Tore!